So, kommen wir zur Aufgabe 14. In Logistik schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist hier so ein bisschen Spielerei mit Theorie. Deswegen ist diese Aufgabe halt auch recht wichtig. Also, Aufgabe 14. Gegeben seien die Pfeillisten 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-6, 3-5, 4-2, 4-5, 5-6. Und welche Bewertungsmatrix können zusammen mit der gegebenen Pfeilliste einen bewerteten Digraph beschreiben? Beziehungsweise für welchen Bewertungsmatrix ist dies nicht der Fall? Begründung. Gut, wir sollen also jetzt unsere Pfeilliste einer Matrix zuordnen. Na, da fällt uns gleich auf, wir haben hier eins, also wir haben hier sechs Knoten insgesamt. Und hier haben wir nur eine 4x4 Matrix, also kann diese halt erst gar nicht der Fall sein. Also C1 Matrix ist zu klein. Pfeilliste besteht aus sechs Knoten. In C1 sind nur vier Knoten. Gut. Bei C2. Okay, hier ist es schon mal gegeben, dass wir 6 zu 6 haben. Also, wir haben 1 zu 2. Ja, das passt. 1 zu 3 passt auch. 1 zu 4 passt auch. Das ist unendlich. 2 zu 4. Passt, aber 2 zu 6, hier passt das eben nicht, weil hier dürfte kein unendlich sein. Gut, prüfen wir also die dritte Matrix. Also hier 2, 3 und 4 sind richtig. Für 2, 4 und 2, 6 haben wir auch was gegeben. Für 3, 5 haben wir hier auch was zu stehen, das ist auch richtig. Und hier haben wir 4, 4, 2 haben wir was zu stehen, 4, 5 haben wir was zu stehen. Und in 5, 6 haben wir was zu stehen. Gut. Also das ist unsere besuchte Bewertungsmatrix C3, weil es allen Bedingungen halt erfüllt. Und jetzt kommen wir zur B. Welche der Bewertungsmatrix kann bzw. kann nicht als Ausgangsmatrix für den Triple-Algorithmus zur Bestimmung minimaler Wege benutzt werden? Begründung. Setzen Sie in C1 alle Bewertungen CIJ größer 0 mit I größer gleich J auf unendlich und berechnen Sie die Entfernungsmatrix für minimale Wege. Okay. Das machen wir im zweiten Video, aber zuerst, warum können wir das Ganze halt nicht machen? Also, wir haben ja zwei Verfahren halt kennengelernt, um die minimale Wege, die minimalen Kosten hier zu berechnen. Also minimale Wege, das ist einmal der Triple-Algorithmus und der Dijkstra-Algorithmus. Und jetzt haben wir aber hier folgendes Problem. Für den Triple-Algorithmus haben wir hier eine negative Zahl und das ist das Problem in sich. Also, dass der Triple-Algorithmus für keine negativen Zyklen halt bestimmt wird. Also C3, 2 C3, 2, also plus C2, 3, also was wiederum minus 5 plus 2 als minus 3 geben würde. Und achso, bei C1. Oh, Entschuldigung, ich hätte mich jetzt gerade verguckt. Also bei C1, also hier haben wir ja auch noch das Problem. Also hier haben wir es bei C1 gleich C32 plus C23 also wenn man das halt hier so durchführt,
Dann wären wir ja hier bei minus 5 plus 2. Also wenn man hier das hier bilden würde. Und dann würden wir halt auf minus 3 halt kommen. Und das geht nicht beim Triple-Algorithmus. Da wäre, hätten wir ein Problem. Bei C2 können wir das allerdings alles machen. Und bei C3 habe ich halt hier schon angesprochen, da haben wir halt auch das Problem bei dem Ganzen hier mit der minus 2. Und da würden wir halt auch auf eine negative Zahl spätestens hier halt kommen. Wenn wir hier diese Zahl bilden würden, wäre das minus 2 plus 1. Und dann hätten wir hier eine negative Zahl in dem Bereich. Und dann wäre das genau aus der gleichen Begründung heraus, dass der Triple-Algorithmus halt nicht für negative Zyklen halt bestimmt ist. Also auch hier fehlerhaft. Gut, den zweiten Teil, dass wir halt den Triple-Algorithmus verwenden, weil wenn wir das hier verbessern, mache ich im nächsten Video. Falls ihr dazu, zu dieser Theorie noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne stellen.